Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute am 28. April 2014 ganz herzlich bei Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich danke Ihnen dafür. Die Gipfel der Welt und die Gipfel des Lebens, das ist unser heutiges Thema. Darüber wird einer reden, der viel Erfahrung hat mit Gipfelerlebnissen, Erfahrung als Bergsteiger und als Arzt, Professor Dr. Oswald Oelz. Er ist das, was man in der Bergsteigersprache einen wilden Hund nennt, schrieb ein Journalist im Standard. Doch der wilde Hund, denke ich, das ist nur eine Seite, denn unter der rauen Schale ist meiner Meinung nach ein ganz weicher Kern. Oswald Oelz hat als Extrembergsteiger und Alpinist unzählige, traumhafte und anspruchsvollste Gipfel der Welt auf schwierigsten Routen erklommen. Er war zum Beispiel als dritter Mensch auf den höchsten Gipfeln aller Kontinente, den Seven Summits. Und er denkt heute als 71-Jähriger noch lange nicht ans Aufhören mit Klettern, denn seine Pläne im Kopf, schreibt er, würden noch für die nächsten 200 Jahre reichen. Ganz im Gegensatz zum Zeitgeist plädiert Oswald Oelz für ein anstrengendes und gerade deshalb lustvolles Leben, für ein intensives Leben vor dem Tod. Gipfelerlebnisse hatte Oswald Oelz nicht nur in den Bergen, sondern auch im Beruf. Wenn er als Arzt für innere Medizin mit großer Empathie für die Patienten, manchmal gepaart mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit, Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber dem Tod, diesem ein Schnippchen schlagen konnte. Ich hatte das Glück, schreibt er, dass es einigen meiner Patienten besser ging, nachdem wir uns getroffen haben. Typisch Oswald Oelz. Der Arztberuf war für ihn Berufung, er übte ihn mit Begeisterung aus. Die Tätigkeit im Spital war für ihn ultimative Erfüllung. Das Geheimnis eines glücklichen und erfolgreichen Lebens ist für Oswald Oelz Freude an der Arbeit, Freude am Tun, nicht am Nichtstun, am Wellnessen. Neben den Gipfelerlebnissen in den Bergen und in der Klinik kennt Oswald Oelz auch noch ganz andere Gipfelerlebnisse, etwa die Freude und das Glück bei der Kartoffelernte im eigenen Acker oder die Freude und das Glück, wenn er auf seinem Kleinbauernhof am Bachtel ein Lamm seiner Tiroler Steinschafe in den Armen hält oder die Freude und das Glück, wenn er ein Konzert mit der Geigerin Patricia Kopaczynskaja hört. Gipfelerlebnisse sind wichtig, denn sie leuchten lange nach im Alltag. Sie sind in diesem faszinierenden Buch beschrieben, das man manchmal atemlos liest, wo der Atem stocken bleibt. Und gleichzeitig ist es auch ein meditatives Buch, ein Buch, das sehr nachdenklich macht. Orte, die ich lebte, bevor ich starb. Lieber Oswald, für mich ist es eine Freude, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Danke. Ist ein bisschen laut. He? Geht so. Sie schalten, du schaltest das bitte etwas herunter. Vor 62 Jahren bin ich zum ersten Mal in diesem Saal gestanden. Ich war damals in einer Zwergengruppe als Achtjähriger tätig. Wir hatten den Drachen Nimmersatt zu töten und sind da auf der Bühne gestanden. Ich erinnere mich daran sehr gut und ich erinnere mich doch noch an einige Male, da ich hier war, denn ich bin 3 Minuten von hier, da oben, auf diesem Berg aufgewachsen und eine halbe Minute von hier aus, als da statt einer Fahrschule noch eine Limonadenfabrik war, habe ich jeden Nachmittag im Gymnasium oder fast jeden Nachmittag im Gymnasium
gearbeitet, um mir meine Dreistigkeiten und meine Spielereien erlauben zu können. Und von diesen Spielereien soll ich berichten, nachdem ich aber vor 2 oder 3 Jahren auf Einladung von Franz bereits einmal hier war, habe ich ihn gefragt, ja, da kann ich doch nicht wieder das Gleiche erzählen. Das langweilt die Leute doch. Und deswegen habe ich diese Rede ein bisschen umgeschrieben und ich werde Ihnen jetzt Rezepte gegen das berühmte Burnout-Syndrom vermitteln. Bevor ich das mache, möchte ich aber zunächst einmal Sie alle herzlich begrüßen und besonders begrüßen möchte ich den Vorarlberger, der als erster, kann man das Licht eigentlich da nicht erklären, aber schalten, das ist, man sieht ja diese Bilder, kann man, schalten Sie doch die da vorne raus, mich muss man nicht sehen, der als erster Vorarlberger wirklich diesen Berg, den Mount Everest, bestiegen hat, nämlich ohne Sauerstoff und noch frei geklettert über den Second Step. Das ist Theo Fritzsche hier. Ich fühle mich privilegiert, dass du hier bist. Und ich fühle mich natürlich auch privilegiert, dass ihr alle anderen auch hier seid. Aber den Theo Fritzsche möchte ich besonders begrüßen. Und er hat mir gleich auch noch einen Auftrag gegeben. Am 8. November wird er für seine Stiftung, die in Nepal viel Gutes tut, in Blons, einen Vortragabend veranstalten, der unter dem Motto steht Wein und Bergsteigen. Und dass ich da natürlich dabei bin, das ist selbstverständlich, denn mit Wein habe ich sehr viel am Hut. Ich möchte Sie also schon jetzt auf diesen Vortrag und auf diesen Abend, ich werde nicht das Gleiche erzählen wie heute, am 8. November in Blons hinweisen. Nun aber, guten Abend, liebe Feldkircherinnen, liebe Feldkircher, schön, dass ihr gekommen seid. Und jetzt werde ich meine Rezepte gegen den Burnout, und das, wie ich schon sagte, das ist das Thema meines heutigen Vortrags, meine Rezepte gegen das Burnout Ihnen vermitteln. Und mein erstes Rezept ist: Brennen Sie, motten Sie nicht vor sich hin. Denn das Motten, das führt dazu, dass man eben dann verglüht und dann ist gar nie irgendetwas passiert. Also brennen Sie und machen Sie in Ihrem Leben etwas Vernünftiges. Seien Sie gegen diese marxistische dumme Idee von der Work-Life-Balance. Die impliziert nämlich, dass Arbeit nichts mit Leben zu tun hat. Dabei ist es genau das Gegenteil. Wir verwirklichen uns durch jene Dinge, die wir wirklich mit dem Herzen machen und wie wir die Dinge bewegen. Also brennen Sie, das Leben ist Arbeit, aber seien Sie flexibel. Und deswegen beginne ich mit meiner ersten Geschichte. Ich habe, nachdem ich hier knapp vor der Matura war, 1961, hatte ich die blitzartige Idee, nachdem ich nicht wusste, was ich im Leben neben Bergsteigen sonst noch machen soll, Medizin zu studieren. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich würde sie jederzeit wieder machen, durch alle Wiedergeburten durch. Und ich war dann trotz eines relativ liederlichen Studentenlebens, das ich mit meinem Schwager Otto, der auch hier sitzt, geteilt habe, trotzdem innerhalb der kürzestmöglichen Zeit Doktor der gesamten Heilkunde. Und nun wollte man mich nicht in Innsbruck. Ich hätte gerne in Innsbruck innere Medizin gelernt, um dann später in Bregenz, da hatte mein Vater seine Notariatspraxis, eine Praxis für innere Medizin zu eröffnen. Und ich bin mit diesem Anliegen zum damaligen Internisten gegangen in Innsbruck, das war der Heribert Braunsteiner, und der hat mir gesagt, ja, das sei schon recht, aber also
Zuerst müsse ich etwas lernen, bevor ich an seiner berühmten Klinik die innere Medizin lernen könnte. Also bin ich nach Zürich gereist. Und jetzt habe ich gemerkt, habe ich den Faden verloren. Ich wollte Ihnen nämlich noch etwas von diesem intensiven Leben erzählen vor dieser Medizinkarriere. Ich war hier 1964 bei der Jungbürgerfeier und damals war ich Unterassistent oder Formulant am Spital in Feldkirch. Und da wurde am Samstagabend ausgerufen, dass eben man einen Helfer für eine Operation suche, beziehungsweise mein Name wurde aufgerufen. Und ich bin dann von der Jungbürgerfeier direkt ins Spital gegangen, habe die ganze Nacht durch assistiert bei 3 Notfalloperationen und bin dann an diesem Sonntagmorgen, und ich erinnere mich an diesen Morgen, wie wenn es heute wäre, aus dem Spital hinausgetreten um 5:30 Uhr. Es war ein frischer Frühsommermorgen und habe mir gedacht, die haben mich gebraucht. Meine Damen und Herren, das ist das Leben. Ich habe auch 1972, damals durfte man das noch, als ich als Assistenzarzt am Kantonsspital Zürich tätig war, ist ein Kollege ausgefallen und dann hat der Oberarzt gesagt, ja, jetzt machen Sie 2 Abteilungen. Wenn Sie das heute einem Assistenten sagen, so dreht er Ihnen den Vogel. Aber ich habe mir gesagt, das ist großartig. Der traut mir das zu. Und ich habe es gemacht und ich war erfüllt. Aber jetzt nun zur Flexibilität zurück. 1968 bin ich also von Innsbruck aus an das Kantonsspital Zürich gereist. Die haben das inzwischen ein bisschen umgebaut. Und ich habe dort von einem Dr. Frösch gewusst. Das ist das Einzige, was ich wusste. Und ich habe mich bei diesem Dr. Frösch gemeldet. Ich war ein bisschen nervös. Ich hatte gerade vorher eben meine letzten Examina bestanden und den Doktor der Inneren, der Medizin erworben und habe mich nun bei diesem Dr. Frösch um eine Stelle beworben. Dieser Dr. Frösch war ein großgewachsener, eindrücklicher, freundlicher Mann, 12 Jahre älter als ich, hat sich meine Geschichte angehört. Ich habe ein bisschen geschwitzt vor Aufregung in meinem blauen Anzug. Damals hat man sich ja noch korrekt gekleidet, wenn man sich um eine Stelle beworben hat. Und hat mich innerhalb von 5 Minuten hat er gesagt, ja, ich könne dann also bei ihm beginnen zu arbeiten. 1968 als 25-jähriger, frisch gebackener Mediziner. Da habe ich gedacht, das ist schon großartig. Jetzt komme ich als völlig unbekannte Figur aus Innsbruck bzw. Feldkirch an dieses berühmte Kantonsspital Zürich und ich bekomme eine Stelle. Jetzt geht es also auch im Bergsteigen aufwärts. Jetzt geht es also auch in der Medizin aufwärts. Dann sagt dieser Dr. Frösch noch, ja, er wolle mir aber auch noch sagen, was er mache. Er sei also Forscher und er schneide Ratten den Fettzipfel ab, der vom Nebenhoden herunterhängt. Das ist ein 2 Zentimeter langer Fettzipfel. Nachdem die Ratten das nicht so gerne haben, muss man ihnen zuerst den Kopf abschneiden und das wäre also meine erste Tätigkeit. Und dann zerschneide man diese Fettzipfel von 12 Ratten in jeweils 12 Stücke, verteile das auf 12 Gläschen und dann studiere er Stoffwechseleffekte, ob mich das interessiere. Ich muss Ihnen gestehen, ich hatte mir den Beginn meiner medizinischen Tätigkeit auch etwas anders vorgestellt. Aber ich glaube, ich habe eine gewisse Flexibilität gezeigt, indem ich sagte, ja, es töne schon interessant und ich wolle es versuchen. Und es hat sich herausgestellt, war dieser Dr. Frösch tatsächlich ein sehr begnadeter Forscher,
der wichtige Dinge erforscht hat. Ich habe innerhalb von ein paar Wochen begriffen, um was es ging. Ich habe mein erstes Experiment gemacht. Das wurde ein großer Erfolg. Ich brauche Ihnen das nicht zu erklären. Und ich war nun plötzlich a very bright and hardworking and efficient young investigator. Also ein sehr intelligenter, was hart arbeitender und wirksamer, effizienter junger Forscher. Sie wissen ja, wie diese Zeugnisse entstehen. Aber jedenfalls ist das nun eine Motivation, weiterzumachen auf dem begonnenen Weg. Und was ich Ihnen damit sagen wollte, ist, wenn Sie keine Freude haben an dem, was Sie machen, und wenn Sie nicht flexibel genug sind, sich irgendwie anzupassen, dann machen Sie etwas anderes. Sonst aber müssen Sie davon überzeugt sein, das, was Sie tun, ist das Beste, was Sie machen können, und es ist großartig. Und ich habe diese innere Überzeugung, trotzdem es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig war, besonders bei diesen Ratten, eigentlich immer mit mir bewahrt und auch in meiner Medizin praktiziert. Nun, wie Sie wissen, wachsen nicht alle Bäume in den Himmel. Ich habe während 2 Jahren bei diesem Dr. Frösch sehr effizient gearbeitet, habe die Basis für meine wissenschaftliche Karriere gelegt und einige Papiere, also Papers, Arbeiten publiziert und so mir eine gewisse Reputation erworben. Aber dann, irgendwann einmal, was immer Sie machen, kommt das tiefe Tal der Niederlagen. Es geht nichts mehr. Hoffentlich passiert Ihnen das nicht, aber das ist mir passiert. Ich habe während eines ganzen Jahres versucht, dieses hochmolekulare Eiweiß, ich erkläre Ihnen nicht weiter, was auf diesem Dia ist, es ist nur zu meiner Erinnerung, dieses hochmolekulare Eiweiß aus dem menschlichen Blut zu reinigen. Und ich habe während eines ganzen Jahres kein einziges positives Resultat erzielt. Das ist wie wenn Sie einen Gemischtwarenladen haben und während eines ganzen Jahres kommt kein Kunde und Sie verkaufen nichts. Dann fühlt man sich ziemlich blöd und dann hat man den Eindruck, man ist im falschen Film und man ist auch in Gefahr abzustürzen. Und in dieser Gefahr war ich und ich habe mich irgendwie gefühlt wie diese bedauernswerten Geschöpfe hier, als ich in diesem Laboratorium gearbeitet habe und nie ist irgendetwas herausgekommen. Meine Damen und Herren, wenn es nicht mehr geht, dann gibt es nur etwas. Oder es gibt mehrere Sachen. Erstens können Sie Hilfe bei einem Psychiater holen. Das ist eine Möglichkeit, die sicher als letztes Ressort anzustreben ist. Oder aber Sie machen eine gesundheitsfördernde Pause. Und nachdem ich ein ganzes Jahr vergeblich gearbeitet hatte, habe ich mir gesagt, jetzt mache ich eine Pause und lüfte meinen Kopf aus. Und zu diesem Zweck bin ich zusammen mit einem Freund, Gerd Jutmeier aus Innsbruck, im Sommer 1970 nach Afrika, nach Kenia gereist, um diesen Berg hier zu besteigen. Das ist der Mount Kenya, der zweithöchste Berg Afrikas, 5200 Meter. Der war damals, 1970, noch ein wilder, einsamer Berg. Er ist heute noch ein ordentlicher Berg. Und wir haben uns gesagt, wir werden nach dem Motto, es wird schon gut gehen, einfach da hinaufklettern. Und das haben wir, das ist hier Gerd Jutmeier, am Beginn dieser Kletterei, das haben wir auch gemacht. Wir sind das meiste ohne Seil geklettert, weil das schneller geht. Und wir haben dann tatsächlich auch um 2 Uhr nachmittags, inzwischen ist ein Schneesturm aufgezogen, den Gipfel dieses Mount Kenya erreicht. 5200 Meter. Ich habe mich großartig gefühlt, denn das war mein erster großer außereuropäischer Berg.
Ich habe da noch eine Chitane mit Maisblatt geraucht. Das durfte man damals noch, zumindest im Freien. Und dann sind wir abgestiegen. 100 Meter unterhalb des Gipfels, ich habe dieses Foto einige Tage später gemacht, standen wir in dieser Scharte im Schneesturm. Der Gerd, Jutmeier und ich. Und wir waren die einzigen Menschen auf der Welt, es war sonst niemand, an diesem Berg unterwegs. Dann habe ich um diesen Zacken hier das Seil gelegt, um da 30 Meter abzuseilen und dann weiter die 800 Meter Wand abzuklettern. Mein Freund Gerd Jutmeier ist links von mir gestanden, hat sich hier an diesem großen Block festgehalten und während ich da beschäftigt war, dieses Seil zu fixieren, hat sich dieser Block bewegt und der Gerd ist mitsamt diesem Block, der lose war, diese 800 Meter Wand hinuntergestürzt. Ich konnte ihn nicht halten, denn ich war ja damit beschäftigt, eine Abseilvorrichtung zu bauen. Habe das Seil kurz in die Hände bekommen, das hat einfach die Haut und einen Teil der Muskulatur abgerissen. Aber nach 15 Metern ist er aufgeschlagen und zwar hier. Und das hat ihn für einen Moment gebremst und so konnte ich ihn halten. Ich bin dann zu ihm hinuntergeklettert, er hat sich nicht mehr gerührt in diesem Moment und habe als erstes an der Aufschlagsstelle ein kleines Stück Knochen gefunden. So ein kleines Stück, das war vom distalen Teil, also das war vom Schienbein. Der Rest vom Schienbein hat aus der Hose herausgeschaut. Der Fuß, der hing so weg. Der Gerd ist wieder zu sich gekommen und hat gesagt, ja, das ist es jetzt wohl. Ich sterbe entweder am Verbluten, ich erfriere oder an einer Fettembolie. Er war auch Internist und das zeigt Ihnen, dass Internisten eine kritische Situation wirklich gut beurteilen können. Ich habe auch gedacht, das kommt nicht gut. Nicht? Das ist die Mutter aller Krisen. Eine offene Fraktur auf 5100 Meter mitten in Afrika. Niemand weit und breit, der uns helfen kann. Also das kommt nicht gut. Schlechte Karten. Aber dann rührt sich etwas in uns. Und das rührt sich in uns allen, wenn wir vital gefährdet sind. Wenn Sie jemals schon in einer wirklich kritischen Situation waren, dann haben Sie gemerkt, wie plötzlich ein endogenes System von Mediatoren, von Wirkstoffen für das Überleben freigesetzt wird, wie plötzlich Dinge möglich werden, die man vorher für unmöglich hielt. Ich habe mich jedenfalls plötzlich wohlgefühlt. Ich habe in diesem Adrenalinsturm das Gefühl gehabt, jetzt kommt es wirklich drauf an und jetzt musst du zeigen, was drinsteckt und jetzt musst du zeigen, wie viel du drauf hast. Ich habe jedenfalls zum Gerd gesagt, versuch zu überleben. Ich versuche Hilfe zu holen. Ich habe ihn am Felsen festgebunden, habe ihm unsere ganzen Vorräte zurückgelassen. Das waren 100 Milliliter Whisky und eine Dose Pflaumenkompott. Und dann habe ich gesagt, versuch zu überleben. Und bin 800 Meter abgeklettert mit zerfetztem Seil, zerfetzten Händen. Das geht eigentlich nicht, aber das geht eben, wenn es wirklich nötig ist. Und so können wir diese kritischen Situationen irgendwie überstehen. Auch manchmal bei einer schweren Krankheit. Nach 48 Stunden war ich wieder bei ihm. Er hat zu meinem großen Erstaunen noch gelebt. Ich habe ihn während der nächsten 7 Tage dort oben am Leben erhalten. Es ist eine internationale Rettungsaktion angelaufen, die ich primär durch meine Alarmierung ausgelöst habe. Wir saßen dann da oben. Ich habe auch Infusionen bekommen, um ihn mit Flüssigkeit zu versorgen, denn er konnte nichts mehr trinken. Ich musste dann bis zu 30 Mal stechen, bis ich eine Vene gefunden habe, weil diese Venen eben alle kollabiert waren und meine Hände kaputt waren. Und wenn die Infusion endlich gesessen war, war die Flasche darüber eingefroren. Da musste ich den Kocher drunter halten, um das wieder aufzutauen. Aber irgendwie ist es gegangen. Und am Ende der 7 Tage
hatten wir diesen Patienten mehr tot als lebendig, aber immer noch lebendig am Fuß der Wand. Er hat das Ganze überlebt. Es war nicht so wichtig, dass wir die Heroes on the Mountain waren im East African Standard, sondern dass wir 20 Jahre später, das sind zwei Freunde, die uns damals geholfen haben, 20 Jahre später, er hat inzwischen einen steifen Fuß, wieder auf den Mount Kenya geklettert sind. Und vor jetzt 23 Jahren zum 40. Jubiläum sind wir wieder hinaufgeklettert. Und jetzt machen wir es dann etwas häufiger, denn man weiß ja nicht, wie lange das noch geht. Das Entscheidende aber dabei ist, dass man das eben nicht aufgibt und dass man wirklich versucht zu überleben, bevor das Ende kommt. Ich hatte inzwischen aber auch mein Problem mit dem Laboratorium gelöst. Denn dieser Adrenalintrieb hat dazu geführt, dass ich mir das Ganze, was ich im Labor erfolglos probiert habe, überlegt habe. Ich habe mich dann einem neuen Gebiet zugewandt und die Konklusion daraus ist, wenn Sie eine wirkliche Krise machen, machen Sie einen guten Adrenalintrip und dann starten Sie neu durch. Warten Sie aber in einer kritischen Situation nicht zu lange. Machen Sie es nicht so, wie gewisse Schweizer Manager das im letzten Jahr gemacht haben, die Krise so weit kommen ließen, dass sie sich am Schluss aufgehängt haben. Suchen Sie vorher Hilfe. Und dafür sind die Psychiater ja manchmal auch ganz brauchbar. Jetzt kommt Rezept Nummer 3. Haben Sie Freunde, auf die Sie sich verlassen können, und pflegen Sie eine Partnerschaft, in der Sie das aussprechen können, was Sie wirklich bewegt. Mein Freund Gerd wurde damals dann, nachdem man ihn primär in Nairobi versorgt hatte, mit seiner Fraktur nach Innsbruck transportiert und war dort hospitalisiert auf der chirurgischen Klinik der Universität Innsbruck. Die hatten dort damals so eine Art Bergsteigerabteilung. Wer irgendwo herunterfällt oder sich die Zehen abfriert, der wird dort behandelt. Und im Bett neben dem Gerd, also meinem Freund, der abgestürzt war und da mehrfach operiert wurde, lag ein anderer Zeitgenosse. Ein Zeitgenosse, der kurz zuvor den Nanga Parbat überschritten hatte, dabei seinen Bruder verloren hatte, sich sämtliche Zehen dabei abgefroren hatte und der nun darauf gewartet hat mit grimmigem Gesicht, dass seine Zehen, die alle schwarz waren, reif werden für den Chirurgen. So habe ich Reinhold Messner kennengelernt und wir haben dann gesagt, ja gut, also sobald deine Zehen abgeschnitten sind, machen wir eine Expedition miteinander, und das sind inzwischen sehr viele geworden. Das war unsere erste gemeinsame Reise zur Südwand des Manaslu. Der Manaslu ist der achthöchste Berg der Welt. Diese Südwand war damals völlig unbekanntes Territorium. Wir wussten knapp ungefähr, wie sie aussieht, aber wir hatten keine Ahnung, ob wir da überhaupt hinkommen und wie das alles sein wird. Wir waren eine Truppe von guten Freunden aus Innsbruck. Wir haben damals im Himalaya als zweite Reisegruppe oder Expedition, wie das genannt wird, erstmals in hohen Schwierigkeitsgraden auch auf über 6000 Meter geklettert. Wir haben schlimme Stürme überstanden, die dazu geführt haben, dass zwei unserer Freunde, nämlich Andi Schlick und Franz Jäger, am Gipfeltag auf dem Gipfelplateau des Manaslu verschwunden sind und nie mehr zurückgekehrt sind, sodass wir lediglich deren Spuren noch so festhalten konnten. Aber wir sind damals wirklich
zu Freunden geworden. Alle, mit denen ich 1972 und später auf Expeditionen unterwegs war, treffe ich immer noch gerne und rede mit ihnen und trinke zusammen ein Bier. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Erfolg des Lebens, dass man mit seinen Freunden bis zum Ende, bis es irgendwann einmal wirklich aus ist, auch gute Beziehungen pflegt, das bereichert das Leben. Und mit Reinhold habe ich vor 2 Jahren, nachdem wir viele gemeinsame Dinge inzwischen gemacht hatten, einen Turm in Jordanien in der Wüste des Wadi Rum bestiegen, auf dem noch nie jemand oben war. Mit anderen Worten, pflegen Sie Ihre Freundschaften, pflegen Sie Ihre Netzwerke, dann können Sie manchmal schwierige Momente besser überstehen und Sie werden zusammen mit Freunden sicherlich nicht ausbrennen. Nun kommen wir zur vierten Verschreibung, zum vierten Rezept, das ich Ihnen geben möchte. Und das stammt von Steve Jobs, dem Erfinder von Apple. Er hat eine wunderbare Rede in Stanford gehalten, in Stanford in Kalifornien, für die Absolventen dieser Elite-Universität, obwohl er mit 17 aus dem College geflogen ist und nie jemals irgendeine Schule vollendet hat, wurde er eingeladen, als sehr intelligenter Mensch, doch dort eine Rede zu halten. Und aus dieser Rede habe ich diese Verschreibungen entnommen. Bleiben Sie hungrig und neugierig. Das Leben ist wahnsinnig spannend, aber es ist dadurch limitiert, dass es bereits jetzt, morgen oder nächstes Jahr zu Ende sein kann. Das ist das einmal, wenn wir unsterblich wären, wäre es wahnsinnig langweilig. Aber dadurch, dass es jeden Tag zu Ende sein kann, wird es so spannend, weil das Einzige, was wir wirklich sicher wissen, ist, dass wir eines Tages tot sein werden. Und die Konklusion daraus ist, machen Sie nichts Unnötiges. Überlegen Sie sich am Morgen, ob das wirklich sinnvoll ist, was Sie jetzt machen. Vielleicht ist das der letzte Tag in Ihrem Leben. Und wenn es der letzte Tag ist, was würden Sie dann machen? Das sollten Sie eigentlich jeden Tag sich überlegen. Ich habe mich das wahrscheinlich unbewusst, diese Maxime von Steve Jobs, schon lange zur Maxime gemacht. 1974 waren wir in dieser Südwand des Makalu. Diese Südwand ist 3000 Meter hoch, war damals undurchstiegen und wir sind immer weiter hinaufgeklettert und wurden immer wieder zurückgeworfen, weil das Wetter so schlecht war, weil Lawinen heruntergekommen sind und weil wir am Schluss mit den wenigen noch funktionierenden Hirnzellen eingesehen haben, dass es sinnlos ist, weiterzumachen, sonst sind wir am Schluss sicher tot. Deswegen haben wir resigniert und haben auf diese Makalu-Südwand verzichtet. Mit anderen Worten, manchmal muss man so flexibel sein, dass man auch umkehrt. Man muss nicht unbedingt so früh sterben. Aber das war mir egal. Denn ich hatte ein anderes, neues Abenteuer im Kopf. Nicht das, was vielleicht die jungen Herren hier im Saal denken, sondern das, wofür diese junge Dame steht. Dieses Advertisement ist 1973 im American Journal of Medicine erschienen. Und ich habe das gesehen. Natürlich habe ich zuerst auf die junge Dame geschaut, aber dann habe ich das doch auch gelesen, dass Prostaglandine, neu entdeckte Hormone, eigentlich der Schlüssel seien zu allen möglichen Lebensprozessen und dass man durch die Erforschung dieser Prostaglandine möglicherweise die Medizin weiterbringen könnte.
und ich hatte keine Ahnung davon. Aber ich wurde neugierig und ich war immer noch hungrig. Also habe ich mir gesagt, wohl will ich alles lernen, was über diese Substanzen lernbar ist. Ich wusste davon so viel wie Sie, wenn Sie jetzt darauf schauen, und das ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel. Und deswegen bin ich nach Nashville, Tennessee, an die Vanderbilt University gereist, um das zu lernen und jeden Tag etwas Neues zu erforschen. Und dann kann am Schluss sogar ein Mediziner so ein Massenspektrum lesen. Wir haben Experimente gemacht, die bis zu 28 Tage am Stück gegangen sind, 12 bis 16 Stunden pro Tag. Da kann man dann einfach durchziehen, wenn das Feuer der Begeisterung wirklich brennt, und am Schluss meint man, man müsse gar keine Pausen mehr machen. Und das ist keine gute Idee. Denn dann gerät man auch in Gefahr auszubrennen. Selbst wenn man so begeistert ist, dass man einfach alles dauernd machen könnte. Nun, ich habe mich damals in Nashville, Tennessee, nicht beim Bergsteigen erholen können, beziehungsweise den Kopf auslüften, denn erholen musste ich mich nicht. Das war ja wunderbar, was ich gemacht habe. Aber man muss den Kopf auslüften, und das habe ich gemacht mit dem Kajakfahren. Da kann man in Tennessee und Georgia und South Carolina kann man innerhalb weniger Stunden den Kopf völlig frei bekommen. Das ist wunderbares Wildwasser. Aber auch das geht nicht immer gut. Das hier ist mein Kajak. Und in dem Kajak stecke ich drin. Und es kommt gleich ein großer Wasserfall. Und die, die es nicht wissen, das ist also nicht die Idee vom Kajakfahren. Und hier hilft nun kein Euro-Rettungsschirm, kein 700 Milliarden Dollar-Kredit. Das Einzige, was jetzt hilft, ist, sich selber zu helfen. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, habe ich das Paddel hier schon in die richtige Position gebracht, den Körper in die richtige Position, und dann mache ich einfach diesen Dreh und innerhalb einer Viertelsekunde bin ich oben und kann den Wasserfall so fahren, wie das vorgesehen ist. Also in kritischen Situationen einmal mehr müssen Sie sich selbst helfen, sonst hilft Ihnen eventuell gar niemand. Fünftes Rezept. Auf Schweizerdeutsch hat die Anita Weiermeier das mal gesagt, als sie von Adolf Ogi gefragt wurde, wie sie denn dieses Finale der Europameisterschaften noch auf dem dritten Rang beenden konnte, nachdem sie vorher im Feld war, hat sie gesagt, das ist einfach. Gring aber aus Säckler, also Kopf runter und durch. Mit anderen Worten, der Erfolg, den Sie alle haben, der kommt nicht immer ganz einfach. Man muss sich dafür anstrengen. Und darum zeige ich Ihnen, auch wenn es nicht ganz so sauber war wie der Stil von Theo, meinen ultimativen Trip, der mich dazu gebracht hat, dann schließlich auf diesen höchsten Berg der Welt hinaufzusteigen. Das ist der Everest, von einem Sherpa-Maler gemalt. Und das ist noch ein einsamer Everest. Ich habe 1953, da hatte ich meinen ersten Auftritt hier schon absolviert, aber 1953 hat der Vater das Life-Magazin nach Hause gebracht, in dem Ed Hillary seine Besteigung des Mount Everest zusammen mit Tenzing Norgay geschildert hat. Und ich musste damals im Gymnasium von Feldkirch Latein und Altgriechisch lernen und konnte kein Englisch. So hat die Englischlehrerin mir das übersetzt, und ich habe die ganze Geschichte, wie Ed Hillary 1953 mit Tenzing Norgay auf den Everest hinaufsteigt, in mein Himalaya-Buch geschrieben. Ich habe das heute noch, und ich kann es heute noch eigentlich auswendig.
Und ich war überzeugt, dass das Größte, was man im Leben erreichen kann, ist das Erreichen eines solchen Endpunkts. Das ist Tenzing Norgay am 29. Mai 1953 um 11.45 Uhr von Ed Hillary fotografiert, am Endpunkt aller Endpunkte. Aber natürlich, davon konnte man damals träumen und es war völlig ausgeschlossen, dass ich das jemals erreichen würde. Ich meine, der Everest war so unendlich weit weg wie die Berge auf dem Mond und ich war eigentlich ein miserabler Turner. Ich hatte in der ersten Klasse des Gymnasiums, mein Freund Dietmar Hagen behauptet, er habe es nachgeschaut, ein befriedigend, aber ich meine, es war ein genügend. Im Turnen und Leibesübungen im ersten Zeugnis. Ich war einfach zu langsam, zu ungeschickt und ich konnte auch keinen Bauchaufzug. Und so habe ich zum großen Bedauern meiner Mutter in diesem ersten Zeugnis ein befriedigend oder genügend, da muss man dann die Quellen noch einmal studieren, in Leibesübungen gehabt, also keine Chance für den Everest oder irgend so etwas. Und der war sowieso unerreichbar. Nun, im Frühjahr 1978 waren wir dann doch dort. Wir waren die erste österreichische Expedition zum Gipfel des Mount Everest. Damals war dieser Everest noch ein einsamer Berg und es gab nur eine einzige Genehmigung. Und darum war da noch ein Schleier von Geheimnis um diesen Gipfel herum. Das ist übrigens dieser Eisfall, in dem am Karfreitag dieses schreckliche Unglück passiert ist, genau an dieser Stelle. Ich zeige es Ihnen gerade noch etwas genauer. Wir waren eine Truppe von lauter Individuen, die zwar befreundet waren, aber wo jeder für sich selbst unbedingt den größten Erfolg wollte, für sich als Individuum, denn der Rest war eigentlich irrelevant. Aber wenn es wirklich darauf angekommen ist, dann haben alle gut zusammengearbeitet. Wir haben damals noch diesen Kumbu-Eisfall. Das ist dieses erste Hindernis auf dem Gipfel von Süden her, noch selbst versichert. Da gab es noch keine Icefall-Doctors, also Sherpas, die einen den Weg gebahnt haben. Und wir haben den Weg durch dieses Chaos uns gebahnt. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich mit Hans Schell aus Graz durch diesen Eisbruch gezogen bin. Hinter uns vier Sherpas. Und nachdem wir ungefähr 100 Meter weiter gegangen waren, hat es plötzlich so ein Geräusch wie ein kleines, kurzes Erdbeben gegeben. Und unsere Sherpas waren in diesem Moment genau an dieser Stelle. Und einen dieser drei haben überlebt, beziehungsweise wurden nicht begraben. Und einer ist in diesem unendlichen Eiskaos verschwunden. Davanuru haben wir nie mehr gefunden. So nahe ist der Tod jeden Tag. Und natürlich, wenn man durch diesen Eisfall durchgeht, ganz besonders. Es ist ein Würfelspiel, es ist ein Zufall und es ist ein großes Glück, wenn man das Ganze überlebt. Aber irgendwann passiert es, so oder so. Meine Freunde sind dann bis zum Gipfel des Everest gestiegen und ich, der ich eigentlich hätte dabei sein sollen, hatte mir meine Chance ruiniert. Ich war ausgesucht worden, um in der ersten Gruppe auf den Everest zu steigen. Wahrscheinlich hat sich der Wolfi Neiertz, der unser Expeditionsleiter war, gedacht, es wäre eine gute Idee, einen Doktor dabei zu haben und vielleicht weiß der noch ein paar Tricks. Und einen solchen Trick hatte ich schon zuvor an mir selbst ausprobiert. Ich hatte gelesen in einem Journal, in einem deutschen Chirurgenjournal,
dass der Anstieg der roten Blutzellen, wie er eben in der Höhe ganz automatisch passiert, damit man diesen Sauerstoffmangel kompensiert, steigt der Hämatokrit, also der Anteil der roten Blutzellen. Das ist das, was die Radfahrer und die Langläufer so gerne haben und mit allerlei Mitteln erreichen, dass das gar nicht so gut sei. Und zwar deswegen, weil das Blut zu dickflüssig werde. Und so habe ich mir vor meinem Everest-Versuch gesagt, ja, in diesem Fall mache ich einen Trick. Ich mache eine Blutverdünnung. Ich habe eine große Vene an meinem linken Arm. Ich sehe jetzt, also die ist immer noch da. Eine große Vene an meinem linken Arm punktiert mit einer dicken Nadel. Und ich habe diese Flasche Jack Daniels, die leer war, mit meinem Blut gefüllt. Mit einem ganzen Liter meines Blutes. Am anderen Arm habe ich Kochsalzlösung infundiert, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe meinen Hämatokrit, also den Anteil der Anteil der roten Blutzellen, von 58 auf 52% gesenkt. Genau wie ich geplant hatte. Hat wunderbar funktioniert. Auch das klinische Resultat war eindeutig. Ich wurde schwer krank. Ich bin im Basislager auf 5300 Meter gelegen, während meine Freunde eben bis zum Gipfel des Everest gestiegen sind und habe mich von den Folgen meines dummen, übermütigen und Tricks versucht zu erholen. Und schließlich war die Expedition vorbei. Denn die Freunde waren auf dem Gipfel gewesen. Sie sehen hier Horst Bergmann, Wolfi Neierz, Ang Fu und Robert Schauer, die ersten Österreicher auf dem Gipfel des Everest. Hier kommen sie zurück und ich war traurig und wütend mit mir selbst, dass ich meinen Traum so mutwillig zerstört hatte. Und dann war eben die Expedition, wie ich sagte, vorbei, aber es waren noch ein paar Tage Zeit, bis die Träger gekommen sind, um unser Material abzutransportieren. Und ich hatte mich inzwischen erholt. Und der hier, der durfte nun den Everest versuchen. Der war nämlich ein Fremdling, ein Fremdkörper in dieser Expedition. Sie haben gesehen, vorher war er nicht auf dieser Karte drauf. Den hatten wir nur mitgenommen, weil er ein guter Fotograf war und weil wir seine Fotos der bunten Illustrierten verkaufen wollten. Aber nachdem er ein Deutscher war, hatte er selbstverständlich zu warten, bis alle Tiroler probiert hatten. Und jetzt aber durfte er, ich konnte wieder, und wir zwei, der Student Reinhard Karl aus Heidelberg und ich, haben uns angeschaut und haben gesagt, was die können, können wir auch. Und dann sind wir zwei einsamen Krieger durch den Eisfall geklettert. Ich habe Ihnen schon gesagt, das haben Sie ja vorher gesehen, das sind sehr labile Gebilde und manchmal fallen die um. Das ist bei uns dann nicht passiert. Wir sind durch das Western Coombe, da ist links der Everest, der Lhotse und der Nuptse. Wir haben hier auf 7400 Meter unsere beiden Freunde getroffen, die 20 Stunden zuvor Geschichte gemacht hatten, indem Messner und Haberer am 8. Mai 1978 erstmals eben den Everest ohne Sauerstoff gemacht haben. Ich habe mich sehr gefreut, die beiden zu sehen, einerseits, weil sie eben gute Freunde waren, und auf der anderen Seite auch, weil ihnen vorausgesagt worden war, es sei unmöglich. Alle Experten hatten gesagt, es ist unmöglich, höher als 8500 Meter ohne Sauerstoff zu klettern. Es reicht nicht für die Muskulatur, und falls es für die Muskulatur reiche, reiche es sicherlich nicht für das Gehirn. Und die beiden würden, falls sie das Ganze also überhaupt überleben, den Rest ihres Lebens als vertrottelte Spinaltiere zu verbringen haben. Das war dem Reinhold egal, der Peter hat sich etwas Sorgen gemacht. Er hat ja auch den Abstieg dann vom Südgipfel zum South Col in weniger als einer Stunde
auf dem Hosenboden absolviert und da waren sie nun wieder auf 7400 Meter. Ich habe sie untersucht, habe festgestellt, dass sie noch einigermaßen bei Trost sind, soweit man das von Höhenbergsteigern überhaupt sagen kann. Und die hatten damit etwas gemacht, was als unmöglich gegolten hatte. Daniel Vasella, der Schöpfer von Novartis, hat das so formuliert: Wenn man nicht nach dem Unmöglichen strebt, erreicht man nur das allzu Mögliche. Mit anderen Worten, the sky is the limit und nichts anderes. Ich habe dann, nachdem die Experten, die eben gesagt haben, es sei unmöglich, als nächstes in die Welt gesetzt haben, dass eben der Messner anders sei als der Ed Hillary in seiner Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. 8 solcher Bergsteiger, die höher als 8500 Meter geklettert sind, untersucht. Wir haben sie auf dem Laufband laufen lassen, bis sie heruntergefallen sind. Wir haben sie in tiefe Sauerstoffkonzentrationen gesperrt, bis sie bewusstlos wurden. Wir haben ihnen gute Stücke Muskulatur herausgenommen, um die unter dem Elektronenmikroskop zu untersuchen. Theo, du würdest auch dafür qualifizieren, aber glücklicherweise haben wir die Studie ja jetzt schon gemacht. Und es wurde eine viel zitierte Studie. Es war eine meiner bekanntesten Studien. Sie hat meinen Citation Index deutlich erhöht. Aber ich muss Ihnen sagen, es war die langweiligste Studie, die ich je gemacht habe. Es war alles völlig normal. Mit anderen Worten, auch wenn wir jetzt den Theo untersuchen würden, würde wahrscheinlich nichts Neues herauskommen. Es ist nicht eine besondere Fähigkeit des Körpers oder eine besondere Physiologie, die es ermöglicht, Grenzen ein bisschen zu dehnen. Ich meine nicht zu überspringen, aber ein bisschen zu dehnen. Es ist keine besondere Fähigkeit der Muskulatur oder des Herz-Lungen-Systems. Es ist in erster Linie und fast ausschließlich die Motivation und die können wir alle erbringen. Und hier sehen Sie nun die maximale Sauerstoffaufnahme von 6 dieser Zeitgenossen, die wir da studiert haben. Hier ist die Elite der Marathonläufer und hier ist das normale Gros. Und die sind also alle mit anderen Worten völlig normal. Und wenn Sie genau hinschauen auf diesen Punkt, der am lausigsten ist, und wir haben das während im Abstand von einem Jahr 2-mal gemessen, das war mit dem identischen Resultat, einmal 51, einmal 49 Milliliter pro Kilogramm pro Minute Sauerstoffaufnahme, ist Reinhold Messner. Mit anderen Worten, eben etwas Besonderes zu leisten, hängt nicht so sehr von der Muskulatur ab. Die beiden sind dann abgestiegen. Für Reinhard, Karl und mich war das noch ein langer Weg. Wir sehen hier aus der Lotse-Flanke zum Südgipfel. Wir sind dann auf 8000 Meter. Wir zwei einsamen Krieger, sonst niemand mehr auf der Welt. Ein Zelt ist schon zerstört, das andere funktioniert noch einigermaßen. Wir haben einen schönen Abend hier verbracht. Wir haben das gemacht, was man da oben machen muss. Man muss sich sehr viel Flüssigkeit zuführen. Und dann sind wir am Morgen vom Südsattel aus in diesen unendlich langen Weg gestartet. Damals hatte außer Messner und Haberler noch niemand in einem Zug diese ganze Etappe bewältigt. Aber für uns war es die einzige Chance, denn wir waren die Einzigen und niemand war hier, um uns zu helfen. Wir haben ab 8000 Meter Höhe Sauerstoff verwendet. Wenn Sie mein Gesicht hier sehen, so sehen Sie, da ist gar kein Vergnügen ausgedrückt. Man möchte alles andere machen, als da hinaufsteigen. Man möchte im Zelt liegen bleiben, im Schlafsack absteigen, nur um Himmels Willen nicht nach oben, denn es ist so völlig sinnlos. Und es tut nur weh und ist fürchterlich anstrengend. Es ist also Blut, Schweiß und Tränen in den kritischen Phasen eines Projekts. Aber dann kommt dieses Programm, dieses Erfolgsprogramm, das wir in uns haben. Ich habe mich an die Autobiografie von Ed Hillary erinnert.
der kurz unterhalb des Südgipfels ziemliche Probleme hatte und Tenzing wollte eigentlich schon nicht mehr recht weiter. Da hat sich Ed gesagt, Ed Marlborough, the Severest, you got to push it a bit harder. Mit anderen Worten, in kritischen Situationen sind wirklich alle Raketen zu zünden. Das haben wir gemacht. Nach einer Stunde hatten wir schon 250 Höhenmeter zurückgelegt. Das ist wahnsinnig. Wenn dann das Speed des Erfolgs kommt, dann trägt er einem nach oben, dann tut nichts mehr weh. Wir haben hinübergeschaut zum Kanchenjunga und zum Makalu, haben uns nur auf unsere Aufgabe, auf unsere selbstgestellte Aufgabe konzentriert. Wir sind an den Zelten vorbeigekommen, die Nayats und Freunde noch benutzt hatten, und haben uns weiterhin hinaufgewühlt in diesem gewaltigen Schneefeld zum Südgipfel hinauf. Der Reinhard Karl aus Heidelberg hat das alles vorausgespurt. Er war ungeheuer stark und ich durfte einfach in seinem Schatten da hinaufsteigen. Auf dem Südgipfel, auf 8750 Meter, hat er auf mich gewartet. Wir sind bis dahin ohne Seil gegangen, weil das schneller geht und auch weil wir kein Seil dabei hatten. Aber wir haben hier auf dem Südgipfel 10 Meter Seil gefunden von Messner und Habler, haben uns zusammengebunden für dieses letzte Stück des Weges. Da geht es 3000 Meter nach Nepal, da geht es 2500 Meter nach Tibet. Ob man da nach Tibet oder nach Nepal fällt, ist im Outcome identisch. Das muss man sorgfältig vermeiden. Ich bin jetzt vorausgegangen. Das ist ja auch ganz wesentlich, dass man in so einem Moment sich dann gegenseitig unterstützt bzw. ablöst. Hier kommt Reinhard Karl nach, im Hintergrund der Südgipfel des Everest und der Lhotse. Ich bin den Hillary Step geklettert, die berühmteste Kletterstelle der Welt. Da werden sie demnächst fixe Leitern installieren, damit man all diese Touristen hinaufschleusen kann. Ich bin da mit dem linken Fuß in Nepal, mit dem rechten in Tibet hinaufgeklettert und dann ging es wenig später nicht mehr weiter. Wir sind am Endpunkt angekommen. Das ist der Weg, wo der Theo heraufgekommen ist. Wir haben hier zum ersten Mal nach Tibet geschaut. Wir haben uns gegenseitig fotografiert. Wir haben sämtliche Hirnzellen, die noch einigermaßen funktioniert haben, auf Freude geschaltet. Damals gab es diesen Tripod am Gipfel des Everest. Das hier ist Reinhard Karl aus Heidelberg, der erste Deutsche auf dem Gipfel des Everest. Und das ist der erste Vorarlberger, wenn auch mit Sauerstoff. Wenn man solche Momente erlebt, muss man die unbedingt speichern, denn das ist das große Glück. Sie werden mir vielleicht zurufen, ich bin hier zurück auf dem Südsattel um 4 Uhr nachmittags, dass ich so glücklich nun auch wieder nicht aussehe. Das ist eine Frage der Zufuhr von Tee und auch des Bewusstseins, was man gemacht hat. Das hier ist, was Ed Hillary sagte, als er heruntergekommen ist. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann kommt das ganze Glück und dann kann man die ganze Welt umarmen. Mit anderen Worten, wenn Ihnen etwas Gutes gelingt, speichern Sie das. Das ist Proviant für die Zeiten, wo es einmal nicht so gut geht. Und umarmen Sie wirklich die ganze Welt. Nun, ich komme zurück zum Beruf. Sie wissen vielleicht, dass es nicht nur im Himalaya fantastische Türme gibt. Das ist die Amadablam in Nepal. Es gibt noch viel schönere Türme, und zwar in der Stadt Zürich. Das hier ist das Triemli-Spital, das ich vom Universitätsspital aus, wo ich bis 1991 tätig war, immer beobachtet habe und mir gedacht habe, wenn du hier Chef der inneren Medizin würdest, das wäre schon der absolute Höhepunkt im Leben und das wäre wirklich das Icing, das Eis auf dem Kuchen. Aber das war
aussichtslos. Ich war ein Ausländer, ich wurde zwar dann in der Schweiz eingebürgert, aber Sie wissen, die Sekondas in der Schweiz, das ist nicht so die erste Wahl. Und drittens hat der Vorgänger gesagt, also der Oelz, der werde es nicht. Der habe einen schweren Hirnschaden, weil er schon zu oft in der Höhe war und den dürfe man also nicht wählen. Das hat er in bis zu 15 Seiten langen Briefen an den Stadtrat von Zürich festgehalten. Ich habe Kopien dieser Briefe. Der Stadtrat von Zürich in seiner Weisheit oder wie immer Sie das sehen wollen, hat dann, als dieses Triemli-Spital 1990 die Chefarztstelle in innerer Medizin ausgeschrieben war, mich trotz meines Hirnschadens zum Chefarzt an dieser Klinik gewählt. Und jetzt begann wieder die allerbeste Zeit meines Lebens. Ich hatte nur beste Zeiten. Ich habe jetzt auch die beste Zeit. Aber man muss es sich einfach so richten, auch wenn man manchmal sich ein bisschen selbst beschummeln muss. Und Sie werden sich nun fragen, wie kann man Chefarzt einer großen Klinik sein und trotzdem noch zwischendurch seine Spielereien in den Bergen der Welt und den Bergen Europas betreiben. Das Wesentliche dabei ist, und das ist für alle jene unter Ihnen, die noch tätig sind und keine Zeit haben für Leerläufe, ist die Minimierung von Leerläufen, die Eliminierung von Sitzungsterror. Wenn Sie tätig sind, was heutzutage gesessen wird, völlig sinnlos und geschwätzt, das kann man eigentlich alles eliminieren. Denn in der Bibel steht in principio erat verbum, am Anfang war also das Wort und nicht das Geschwätz. Und heutzutage dominiert ja das Geschwätz, wenn Sie im Zug oder im Bus oder im Tram den jungen Leuten zuschauen, die pausenlos schwätzen irgendetwas, das kann man ohne jeglichen Verlust abstellen. Der moderne Geschwätzterror mit Mails, SMS, Twitter und so weiter frisst ungeheuer viel Zeit. Das kann man sich eigentlich alles ersparen. Heutzutage muss man einen jungen Assistenzarzt alle halbe Jahre ein dreiviertelstündiges Gespräch über seine Performance mit ihm führen und ihn so fragen, ob es gut geht und ob es für ihn stimmt und was er für ein Feedback gebe. Ich habe das nie erlebt. Mein Chef, Paul Frick, der Chef der medizinischen Klinik am Universitätsspital, hat mich während 2,5 Jahren, als ich meine innere Medizin gelernt habe, eigentlich nie auf die Seite genommen oder ein Beurteilungsgespräch geführt. Ich habe nur gemerkt, er ist offensichtlich zufrieden und ich darf weiterhin bei ihm arbeiten. Und als ich dann gegangen bin, um ihm zu sagen, dass ich nach Amerika gehe, um Forschung zu machen, hat er gesagt, das sei in Ordnung. Und wenn ich zurückkäme, würde ich Oberarzt. Das ist 30 Sekunden gegangen. Aber etwas Besseres braucht man nicht oder mehr braucht man nicht. Also machen Sie das Wesentliche und eliminieren Sie das Geschwätz. Und dann können Sie auch als Chef so gelegentlich etwas Auszeit gönnen. Natürlich muss man manchmal der Mannschaft den Tarif erklären, das ist schon klar. Aber meistens geht das von selbst. Aber manchmal, wenn es wirklich kritisch ist, das ist ein junger Mann, der innerhalb von den nächsten Stunden sterben wird. Er ist vor 2 Stunden in unsere Notfallstation gekommen mit Atemnot. Er wusste nicht, dass er krank ist. Und er hat diesen riesigen Tumor oberhalb des Herzens. Es ist Freitagabend. Und eigentlich würde man jetzt nach Hause gehen. Das ist aber nicht so, sondern dann ist eben herauszufinden, was dahinter steckt und in der Nacht noch alles einzuleiten. Und ich werde Ihnen den Outcome etwas später zeigen. Damit man das aber kann,
sollte man eigentlich, und das ist meine Empfehlung an alle, und ich mache das fast jeden Tag immer noch, einmal pro Tag muss man nass sein vor körperlicher Anstrengung. Jene Tage, an denen ich eine lange Radfahrt in mein Spital gemacht habe oder in denen ich um 6 Uhr morgens zunächst ins Fitnessstudio gegangen bin, trainiert habe, mich nass geschwitzt habe und dann um 7 Uhr halt erst im Spital war, jene Tage waren viel besser als die, an denen ich das nicht gemacht habe. Also einmal pro Tag sollte man nass sein vom Schwitzen, dann kann man all diese schwierigen Situationen aushalten, dann kann man diese Teams führen und dann kann man manchmal diesem Herrn hier ein Schnippchen schlagen, so wie wir das neuerdings oder seit 20, 25 Jahren können mit den jungen Herren mit dem Hodenkarzinom seit 1980 ist das heilbar. Das sind hier, das ist ein junger Mann, das ist, wie Sie unschwer erkennen, das Lungenröntgenbild. Und Sie sehen all diese Herde hier, er ist 20 Jahre alt, das sind alles Metastasen eines Hodenkarzinoms. Wir haben damals von den Amerikanern übernommen, die ersten Chemotherapien ausprobiert bzw. angewendet. Und am Schluss ist dieser Patient nach einer strapaziösen Zeit geheilt. Er ist dann Anwalt geworden, er hätte auch etwas Gescheiteres machen können, aber er hat immer noch eine gut gehende Anwaltspraxis in Zürich. Aber dann gibt es eben die, bei denen es nichts mehr zu machen gibt, außer eben die liebevolle Pflege und Betreuung und Beschwerden und Behandlung der Beschwerden. Sie sehen hier eine junge Frau mit einem Nierenkrebs und Sie sehen, dass die andere Niere auch befallen ist. Die Niere steigt aus und sie wird in wenigen Tagen sterben. Das ist das, was uns allen irgendwann einmal bevorsteht. Aber bis dahin könnte man doch noch jeden Tag so leben, wie diese junge Frau hier mit einer akuten Leukämie, die wenig später dann auch verstorben ist, die mir aber gesagt hat, es habe sich also sehr gelohnt. Und das ist der junge Mann, den ich Ihnen vorher gesagt habe, mit dem großen Tumor oberhalb des Herzens, der in wenigen Stunden sterben wird. Wir haben dann in dieser Nacht offenbar noch das Richtige gemacht und eine Woche später, das hier ist der Tumor, ne? Eine Woche später ist der Tumor weg und der junge Mann ist inzwischen auch nicht mehr ganz so jung, aber der ist geheilt. Also das, bis dann irgendetwas anderes irgendwann mal kommt. Er hat mir dann geschrieben. Und nun zum Schluss, nachdem ich Sie mit all diesen Dingen bombardiert habe, wiederhole ich noch einmal meine Empfehlung. Zwischendurch müssen Sie etwas anderes machen, damit Sie Ihre Batterien aufladen können. Denn letzten Endes geht es uns wie diesen alten Hunden hier, die nicht mehr die Katze jagen und die sich sagen müssen, ja, jetzt werden wir doch langsam alt. Darum genießen Sie das, was Sie jetzt noch leisten können und was Sie alles noch leisten werden. Ich weiß, ich habe das letzte Mal schon gezeigt, aber ich zeige es wieder. Es ist ein Lieblingsdia von mir, denn es zeigt den Zerfall, dem wir alle ohne jeden Zweifel und trotz aller verzweifelten Bemühungen unterworfen sind. Das ist eine Kurve der Lungenfunktion in Abhängigkeit vom Alter. Und Sie sehen, ab dem 20. Lebensjahr nimmt das ab. Da können Sie machen, was Sie wollen. Die Gelenke werden ab dem 18. Lebensjahr an schlechter. Also der Knorpel degeneriert ab dem 18. Lebensjahr. Mit anderen Worten, alle Funktionen nehmen ab. Das Einzige, was wächst,
Bei den Männern ist die Prostata und sonst schon gar nichts. Und darum sollte man, bevor all diese Herrlichkeit zerfällt, doch das Leben ebenso nehmen, wie es ist. Und darum empfehle ich Ihnen gelegentliche Auszeiten, nicht in dieser Art, denn das führt dazu, dass diese Geschöpfe trotzdem unzufrieden sind. Ich empfehle Ihnen eher diese Art von Erholung als Adrenalintrip. Und ganz zum Schluss, wenn Sie also nur 14 Tage oder 3 Wochen Zeit haben, reisen Sie zur Erholung in die Antarktis. Nicht nur deswegen, weil da die Luft so frisch und rein ist, sondern weil es die schönste Landschaft der Welt ist. Es gibt nur den Himmel, die Sonne, das Licht und sonst gar nichts. Man hört auch nichts. Wir sind mit einem winzigen Flugzeug hier auf der Antarktik-Peninsula gelandet. Wir haben eine Zeit von gutem Wetter. Das ist im Dezember 1986. Wir nützen das gute Wetter aus. In der Antarktis kann man ja 24 Stunden lang bergsteigen, weil die Sonne nie untergeht. Und wir ziehen es durch. Wir erreichen den höchsten Punkt, das Vinson-Massiv, fast 5000 Meter in der Antarktis. Und wenn man hier hat seine Seele baumeln lassen, so kann man wieder ein ganzes Jahr lang getrost vorwärts arbeiten. Wenn Sie weniger oder wenn Sie es gern ein bisschen wärmer haben, dann reisen Sie von Leh nach Spiti im indischen Himalaya. Auch das eröffnet jeden Tag neue Horizonte, auch das eröffnet Ihnen jeden Tag neue Gedanken. Oder Sie reisen für eine Woche in den Oman. Ich würde Ihnen aber nicht empfehlen, irgendwo am Strand herumzuliegen, sondern diese wunderbaren Wandermöglichkeiten zu nutzen. Wenn Sie unbedingt wollen, können Sie auch das höchste Kalkriff Arabiens besteigen. Über diese Wand hier, da gibt es mehrere Routen, das ist 1200 Meter hoch. Oder Sie reisen zu Boksundu Lake in Nepal, der ist wirklich so blau, wie das hier aussieht. Und wenn Sie schließlich nur ein Wochenende Zeit haben, so muss ich Ihnen sagen, manchmal kann man die Wochenenden durcharbeiten, aber im Übrigen sind sie heilig. Und an Wochenenden, da kann man sehr viel anstellen. Ich habe, bis ich 53 war oder 54, immer Angst gehabt vor dieser Tour, das ist die Eiger-Nordwand, aber ich habe dann, nachdem ich am Samstagmittag noch im Spital war, meine Freunde unterhalb der Eiger-Nordwand in diesem Bahnwärterhäuschen getroffen. Wir haben uns an diesem Samstagabend sehr sorgfältig auf die Besteigung vorbereitet. Wir sind um 1:30 Uhr morgens in die Wand eingestiegen, waren um 5 Uhr am Hintersteußer-Quergang, um 8 Uhr im zweiten Eisfeld, dann wenig später im sogenannten Todesbiwak. Sie sehen, das ist nicht reines Pläsier, da muss man auch wieder einfach durch. Aber wenn man merkt, das geht wahrscheinlich doch, dann kommt doch die Freude auf. Wir klettern zur Rampe hinüber, sind dann wenig später an diesem Riss, der zum Götterquergang führt, hier nun in der Spinne, also dem obersten Eisfeld der Eiger-Nordwand, wenig später in den Gipfeleisfeldern und um 6:30 Uhr abends auf den Gipfel des Eiger. Um 1 Uhr morgens sind wir zurück an unserem Ausgangspunkt, also ein 23-stündiger Rundtrip, ein wirklich gut ausgefüllter Sonntag. Ich bin an diesem Montag zu spät zur Visite, also zur Arztvisite gekommen, weil das Jungfrau Bähnli in der Nacht nicht mehr gegangen ist. Aber dann um 11 Uhr war ich im Spital, habe meine Runden gemacht, habe niemand gesagt, wo ich war. Und alle haben gesagt, dir geht es heute besonders gut. Gell? Ich habe gesagt, ja, mir geht es heute besonders gut. Ich habe zwar ein paar Schrammen, aber sonst geht es mir besonders gut.
Meine Damen und Herren aus Völkirch und Umgebung, Sie brauchen am Wochenende nicht die Haiger Nordwand zu machen, um Ihre Batterien aufzuladen. Aber machen Sie irgendetwas, wo Sie auf ganz andere Gedanken kommen. Dann sind Sie so ausgeruht wie diese Landschaft in Namibia. Das ist dann Ihre Seelenlandschaft. Sie können auch schwierigere und gefährlichere Situationen bewältigen. Sie können Ihren persönlichen Everest machen, weil Sie in einer absoluten Löwenverfassung sind. Also, weil Sie einfach einmal abgeschaltet haben und etwas anderes gemacht haben. Und weil Sie nun wirklich bereit sind für eine großartige Performance und Sie können diese Performance immer wieder bringen und ich kann Ihnen versichern, Sie werden sehr zufrieden sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit.